Ein Jahr ist es jetzt her, dass die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwand. Spurlos. Wir wissen nicht einmal, ob sie lebt oder ob sie tot ist. Die Polizei geht aber von einem schweren Verbrechen aus. Und wir wollen herausfinden, warum diese Suche eigentlich bis heute ohne Ergebnis geblieben ist. Welche Hinweisen weiter nachgegangen wird und welche Chancen die Ermittler sehen, dass sich dieser Fall doch noch lösen lässt. Genau ein Jahr nach Rebeccas Verschwinden, also jetzt im Studio, der ermittelnde Staatsanwalt Martin Glage. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau von Bayern. Ja, ein Jahr nach Rebeccas Verschwinden, haben Sie Hoffnung, dass sie noch lebend gefunden werden kann? Nein, also wir haben keine Hoffnung mehr. Wir hatten schon relativ frühzeitig nur noch sehr wenig Hoffnung und die weiteren Ermittlungen haben leider da nichts Positiveres erbracht. Wir meinen weiterhin, dass sie dieses Haus des Schwagers nicht lebend verlassen hat. Warum sind Sie eigentlich so sicher, dass sie das Haus nicht lebend verlassen hat? Das haben die Ermittlungen ergeben. Wir haben alle Alternativszenarien geprüft und die ermittelnde Mordkommission hat das auch untersucht, intensiv untersucht. Aber es hat letztlich nur dazu geführt, dass wir sagen können, so kann es nicht gewesen sein. Sowohl ein freiwilliges Verlassen der Häuslichkeit als auch eine Entführung durch Dritte beispielsweise können wir ausschließen. Ihr Rebeccas Schwager Florian gilt ja immer noch als Verdächtiger. Wie lange kann eigentlich ermittelt werden gegen jemanden? Na, Ermittlungen dauern an, bis sie abgeschlossen sind. Das ist dann der Fall, wenn es keine vernünftigen, akuten Ermittlungsmöglichkeiten und erfolgversprechenden Ermittlungsmöglichkeiten mehr gibt. Hier ist es so, dass wir durchaus noch Hinweisen und Spuren nachgehen und die Ermittlungen noch nicht am Ende sind, sodass hier im Moment noch keine Einstellung des Ermittlungsverfahrens anliegt. Wie können Sie das eigentlich ertragen, dass er sich in Ihren Augen sehr verdächtig benommen hat, aber Sie ihm da nichts nachweisen können? Na, das ist natürlich in solchen Kapitalfällen, Kapitaldelikten besonders belastend. Aber das sind Sachen, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte häufiger haben, dass sie Beschuldigte haben, von denen sie schon der Meinung sind, dass sie eine Tat begangen haben, es aber nicht nachweisen können. Wir müssen es ihnen ja mit rechtsstaatlichen Mitteln nachweisen. Und das ist hier bislang nicht der Fall. Wir haben hier im Moment keinen dringenden Tatverdacht, weil wir auch gar nicht genau sagen können, was in diesem Haus genau passiert ist. Insofern müssen wir damit im Moment leben, aber wir hoffen natürlich, dass wir es noch aufklären können. Warum sind Sie sich ziemlich sicher? Sie sagen, Sie können es ihm nicht nachweisen, aber warum sind Sie sich ziemlich sicher? Wir sind uns sicher, allein schon deswegen, weil er sich in Widersprüche verstrickt hat. Er hat als Zeuge Angaben gemacht, die die weiteren Ermittlungen in Teilen widerlegen konnten. Außerdem haben die Ermittlungen ergeben, dass weitere Alternativszenarien, wie ich eben schon sagte, sehr unwahrscheinlich sind. Er war allein mit Rebecca vor ihrem Verschwinden im Haus, sodass wir fest davon ausgehen, dass er jedenfalls mit dem Verschwinden für uns auch mit dem Tod zu tun hat. In welcher Form, das wissen wir nicht ganz genau. Wenn Sie ihn konfrontiert haben damit, dass einige Aussagen nicht stimmen, wie hat er da reagiert? Ja, er hat das zunächst nicht erklären können, hat dann dazu nichts gesagt. Später soll er seiner Familie gegenüber eine Erklärung gefunden haben, zum Beispiel eine Erklärung dafür, dass er, als er eigentlich sagte, er habe geschlafen, dann doch wir ihm nachweisen konnten, dass sein Fahrzeug auf der Autobahn aufgenommen werden konnte. Er sei wohl auf dem Weg nach Polen gewesen, um dort irgendetwas zu kaufen, möglicherweise Drogen. Das wurde uns dann später von der Familie berichtet. Das alles hat er dann so angegeben. Aber wie gesagt, das sind alles Angaben, die uns letztlich nicht überzeugen konnten. Es hat ja eine wahnsinnig weit große Suche gegeben nach Rebecca. Es wurden die Wälder durchkämmt, Spürhunde eingesetzt. Sie sind tausend von Hinweisen nachgegangen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt alles getan haben, um Rebecca zu finden, den Fall zu lösen? Naja, wir haben zumindest weitgehend das getan, was wir bisher tun konnten. Alles noch nicht, denn wir haben sie noch nicht gefunden und wir hören auch noch nicht auf. Sonst müsste ich das Verfahren ja einstellen. Bei ernstzunehmenden Hinweisen sind wir auch durchaus willens und bereit, dann wieder Maßnahmen zu ergreifen. Im Moment werten wir Spuren aus, werten Hinweise aus.
und versuchen, den Fall auf diese Weise zu lösen, aber Ergebnis leider offen. Sind das Hinweise, die Sie vor Monaten bekommen haben, oder gibt es auch immer wieder neue Hinweise? Es gibt neue Hinweise, wobei man schon sagen muss, dass die Hinweise doch immer weniger und auch in ihrer Qualität eher schwächer werden. Also wir bekommen dann auch viele Mutmaßungen und Anregungen, wie doch ermittelt werden könnte. Aber Sie können gewiss sein, dass die Mordkommission das zumeist alles schon getan hat. Auch wenn es gut gemeint sind, bringen uns solche Hinweise häufig nicht weiter. Es wurde ja mit zwei verschiedenen Fotos gefahndet nach Rebecca, einem bearbeiteten und einem natürlichen. Warum sucht man mit so unterschiedlichen Bildern? Naja, sie hat sich eben auch im Laufe ihres, ihres jungen, jugendlichen Lebens verändert. Gerade das bearbeitete Bild stand ja in der Kritik, warum man das nun genommen hat. Ja, im Nachhinein kann man immer sagen, hätte man vielleicht ein anderes nehmen sollen. Wobei man sagen muss, dass gerade dieses Bild, was so häufig in den Medien gezeigt wurde, doch ihrem Aussehen, wie ich finde, gar nicht so fern liegt. Denn so sah sie tatsächlich in der letzten Zeit aus. Aber auch die anderen Bilder, man kann sich immer fragen, hätte man vielleicht andere Bilder nehmen können. Aber ich meine, dies waren schon durchaus gute Bilder. Entspricht dieses Bild, was wir hier hinter uns sehen, entspricht das dem Bild, wie sie natürlich aussah? Das ist ja eigentlich das bekannteste Bild, was man hier kennt. Naja, also das ist schon bearbeitet. Das sieht man schon, dass sie da natürlich besonders aussehen wollte, hübsch, auf diesem Bild, besonders hübsch aussehen wollte. Wir haben aber zum Beispiel ein Video ja jetzt neu noch mal gesehen, einige Tage vor ihrem Verschwinden, wie ich gehört habe. Da sieht sie zumindest ähnlich aus. Nicht ganz so, aber ähnlich. Insofern meine ich, ist das Bild jetzt, ja, wie gesagt, man hätte auch ein anderes nehmen können, aber so ganz verfehlt ist es nicht, das zu nehmen. Worauf hoffen Sie jetzt noch? Sie haben gesagt, Sie gehen jetzt noch Hinweisen nach. Was muss sozusagen passieren, dass Sie da jetzt weiterkommen? Warten Sie noch auf einen entscheidenden Hinweis, das was braucht? Ja, das wäre natürlich schön und wir wären natürlich froh, in Anführungsstrichen, wenn wir sie finden würden. Natürlich am glücklichsten, wenn wir sie lebend finden würden, aber das können wir nach den Ermittlungen weitgehend ausschließen. Natürlich kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, aber da sprechen alle Ermittlungen dagegen. Und so schlimm es klingt, aber wir wären auch schon in den Ermittlungen weiter, wenn wir ihre Leiche finden würden. Aber auch das ist ja bislang noch nicht gelungen, trotz umfangreicher Suchmaßnahmen. Danke sehr, Herr Klage. Also hier auch noch mal ein dringender Aufruf, Appell an alle, die uns jetzt zuschauen. Wenn man da noch irgendwas weiß, sich an irgendwas erinnert, dann sind Sie immer noch für alle Hinweise dankbar und der Fall wird weiter bearbeitet. Danke sehr, dass Sie heute bei uns waren. Und ich schalte jetzt zu unserem Kollege Matthias Becker. Der ist nämlich live vor dem Haus, in dem Rebecca vor einem Jahr übernachtet hat, dem Haus ihrer Schwester und ihrem Schwager, über den wir gerade schon gesprochen haben, was vermutlich die letzte Nacht ihres Lebens war. Hallo, Matthias. Hallo, Matthias. Wir haben gerade darüber gesprochen. Der Schwager von Rebecca gilt hier immer noch als verdächtig. Wie ist der aktuelle Stand? Ich habe hier leider keinen Ton. Genau, wir schalten jetzt, weil wir ein kleines Problem mit dem Ton haben. Wir hoffen, dass wir gleich mal zurückschalten können zu unserem Kollegen. Schalten wir erst zu Deutschlands bekanntestem Profiler Axel Petermann. Hallo, Herr Petermann. Hallo, ich grüße Sie. Ja. Herr Petermann, wenn Sie das so hören, wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Rebecca noch gefunden wird? Die Wahrscheinlichkeit, dass Rebecca gefunden wird, die dürfte natürlich immer gegeben sein. Es fragt sich nur, wie findet man sie? Lebt sie noch oder ist sie bedauerlicherweise tot? Und das ist natürlich eine Mutmaßung oder eine Befürchtung, die doch sehr realistisch leider sein könnte oder sein dürfte. Dieser Fall beschäftigt uns ja jetzt seit einem Jahr. Was macht diesen Fall für Sie so besonders? Im Prinzip ist es ja ein klassischer Vermisstenfall. Jeden Tag verschwinden 200-300 Menschen. Sehr, sehr viele kehren ja immer wieder zurück. Natürlich auch Kinder und Jugendliche. Also vom Verschwinden her erst einmal gar nichts Ungewöhnliches. Aber natürlich ist dieser Fall sehr, sehr früh in den Medien eben halt sehr aufwendig berichtet worden. Und die Eltern selbst haben ja auch sehr viel unternommen, um Rebecca zu finden.
viele, viele Suchmaßnahmen gestartet. Also das ist schon eine große Einzigartigkeit, würde ich bald sagen. Und natürlich, die Ermittler haben sich auch sehr früh doch festgelegt, dass sie doch meinten, Rebecca sei tot. Eine andere Erklärung würde es wohl nicht geben. Und verantwortlich für ihren Tod dürfte ihr Schwager sein. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Dass der Schwager damit zu tun hat. Ich würde immer von dem ausgehen, was der Alltag uns zeigt. Gewalt in der Familie unter Angehörigen ist doch sehr stark verbreitet. Und deswegen würde ich, wenn ich einen solchen Fall zu bearbeiten hätte, auch erst einmal diesen Ansatz wählen, um mich zu fragen, was ist denn in der Nacht vor Rebeccas Verschwinden in dem Hause geschehen? Was hat sich dort zugetragen? Und da, das haben wir eben gerade gehört, ist man offensichtlich sehr, sehr gewissenhaft vorgegangen, hat viele Szenarien, viele Versionen geprüft, sich überlegt, könnte Rebecca vielleicht doch freiwillig das Haus verlassen haben. Aber das ist ja negativ beschieden worden. Also ich denke mal, man sollte schon dort beginnen, wo jemand, der verschwunden ist, zuletzt gewesen ist. Wo es das letzte Lebenszeichen von ihm gibt. Entschuldigung. Was ist denn Ihre These zu dem Fall? Naja, die Umstände sprechen wohl eher dafür, dass Rebecca nicht mehr lebt. Man muss sich jetzt fragen, wie ist sie zu Tode gekommen? Muss es ein Verbrechen sein? Kann es auch ein Unfall gewesen sein? Und sie daraufhin dann versteckt wurde? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwie jemandem zugewandt hat, dort seit jetzt morgen einem Jahr dort lebt, ist doch wohl eher unwahrscheinlich, möchte ich wohl sagen. Und von daher gesehen muss man wohl von einem Verbrechen ausgehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Und damit gehe ich noch einmal zurück zu Kollege Matthias Becker. Matthias, kannst du mich jetzt hören? Ich höre dich einwandfrei. Wie hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich auch. Du stehst super vor dem Haus, in dem Rebecca zuletzt gesehen wurde, mutmaßlich ihre letzte Nacht verbracht hat. Ihr Schwager steht immer noch unter Verdacht. Wie ist der aktuelle Stand dort? Bislang sind heute über 2300 Hinweise bei der Mordkommission eingegangen. Aber leider Gottes ist keine heiße Spur darunter und auch leider kein ernstzunehmender Hinweis mehr. Und wie es auch der ermittelnde Staatsanwalt sagte, es ist immer weniger, was reinkommt an Informationen. Und deswegen jetzt nochmal der Appell, nochmal Aufruf zu allen Zeugen und ernstzunehmenden Hinweisgebern. Wenn ihr noch jemand irgendwas gesehen hat, möge er sich doch beim LKA Berlin melden. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das Rebecca tanzend auf der Musikplattform TikTok zeigt. Der Staatsanwalt hat es eben schon angesprochen. Wie relevant ist dieses Video eigentlich für die neuen Ermittlungen? Ich habe heute mit einem Ermittler gesprochen zu diesem Video. Dieses Video ist relativ aktuell. Der Vorteil ist, es zeigt Rebecca so, wie sie auch zu Lebzeiten war, als sie noch bei der Familie wohnte. Der Nachteil ist, es hat keinerlei Fahndungsanhalte mehr, dieses Video. Und es führt in den Ermittlungen zum Auffinden von Rebecca oder zum Aufhellen, was in der Nacht oder an dem Morgen passiert ist, leider die Ermittler kein Stück weiter. Du bist ja gerade vor dem Haus des Schwagers und der Schwester von Rebecca. Der Schwager, haben wir eben gehört, steht weiter unter Verdacht. Der lebt jetzt aber da eigentlich weiter wie bisher, oder? Ja, wir haben uns auch heute hier gewundert. Selbst der Twingo, der pinkfarbene Twingo, steht noch vor der Tür. Hier ist alles so wie vor einem Jahr, so wie ich es vor einem Jahr auch gesehen habe. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Und gibt es da im Ort oder bei den Nachbarn, gibt es da Frust, wenn man dich jetzt da sieht, die sagen, lass die Leute jetzt endlich in Ruhe? Wir haben ja früher Stimmen gehört, die den Schwager auch sehr stark in Schutz genommen haben, gesagt haben, die Familie ist da genug gestraft. Ja, die Nachbarn, das ist, glaube ich, so ein zwiegespaltenes Verhältnis, was sie haben zwischen den Medien und dem, was passiert ist. Ich glaube, alle Nachbarn wollen eigentlich auch wissen, was jetzt mit dem Kind passiert ist. Und alle wollen das Kind eigentlich auch wiederfinden, ne? Und deswegen haben wir hier so eine Situation, dass wir ja ertragen und geduldet werden, weil es geht halt um die 15-jährige Schülerin.
Genau, das Schicksal der 15-jährigen Rebecca aus Berlin, das uns alle nicht loslässt. Das Bild erinnern wir. Und hier noch einmal der eindringliche Appell wirklich von allen Seiten mit weiteren Hinweisen zu Rebecca, damit dieser Fall endlich gelöst wird.